Hey, yo, Leute, hier ist wieder Soul Cruiser mit ATS Schwerlasttransport. Und mit dabei habe ich den. Mats Junge, willkommen, Leute. Ja, und er nimmt auch auf. Yes. Gut. Dicker Kennwort am Start. Ja, ich fahre auch hier mit einem K200. Und ja, wir sind beide mit ja, Schwerlast ausgerüstet. Ich fahre hier irgendein dickes Rohr durch die Gegend. That's what she said. Yes. Ich fahre so einen Kran durch die Gegend, 30 Tonnen. Okay. Ich mach jetzt Trucky. So, ich mache jetzt mal Spiegel an und ja, ich muss. Ich weiß gar nicht genau, wo ich hin muss. Ich kann mal eben kurz gucken. Santa Cruz muss ich hin. Ja. Santa Cruz. Haben noch genug Zeit und fetten Anhänger. Oh, Kurve wird ganz schön eng jetzt. Ja, müssen wir jetzt immer schön gucken. Diesmal extra einen genommen, der ordentlich PS hat und mal keine Schnauze, damit ich vielleicht mal ein bisschen besser um die Kurven komme. Aber nichtsdestotrotz, hier wird Soul-Style gedriven, wollte ich schon sagen. Also ich werde hier nicht die mega Rücksicht nehmen, wenn ich das nicht brauche, aber da werden bestimmt die eine oder andere Passage ein bisschen kniffliger sein beim Fahren. Also ich fahre verkehrskonform. Regelkonform. Ja. Und in meiner Videobeschreibung, erster Link, könnt ihr bei Mats am Kanal mal gucken, wie man regelkonform fährt. Die Leute, die bei mir gucken, kennen das nicht. Regeln? Was sind das? Ja. Das geht nicht. Ich fahre just for the Spaß. So, komm. Oh, komm, ich fahre einfach rot. Da merkst du aber schon, dass da jetzt ordentlich Gewicht hinten dran hängt. Alles klar. Wenn die Polizei das sieht, dass man über Rot fährt, kostet 1400, sonst nur 150. Ja, nice, Junge. Hast du erstmal einen gegönnt? Ja, klar. So, wir dürfen ja 55, aber mit dem Heavy Load hinten dran kommen wir gar nicht so schnell auf so viel Speed. Ich habe extra vorne dran stehen, Oversize. Ich nicht. Hinten auch, Oversize. Steht auch hinten. Aber der ist auch Straßenbreite ganz normal, der ist einfach nur schwer. Achso, okay. Ja gut, ich habe jetzt einen etwas breiteren. Ich habe zwei verschiedene Mods, wie gesagt, drin mit Schwerlast. Und bei dem, sogar bei dem K200 geht er, dass ich mich hinten aufs Bett setzen kann während der Fahrt. Okay. Hallo! Ich komme trotzdem noch ans Lenkrad. Mit den Füßen ist wahrscheinlich so. Ich gehe nach vorne. Also. Ja, die Mod finde ich echt cool, so dass man hinten reingucken kann und sogar sich nach hinten aufs Bett setzen kann. Ja, ist nicht verkehrt. Aber leider kann man trotzdem da nicht schlafen. Wo war das denn? Was denn? Beinahe bleibt hängen. Oh shit. Der Kram bleibt unter der Brücke hängen. Das ist schlecht, wenn er unter der Brücke hängen bleibt. Mal gucken, ob wir irgendwie rückwärts zurückkommen. Da ist er, an die Brücke, das passt doch. Jetzt muss er, über die Brücke rüberfahren dann. Ne, der bleibt da hängen. Ja, hat die Brücke keine Auffahrt auf der rechten Seite? Also wo man runterfahren hätte können? Nee. Das ist schlecht, Junge. Was suchst du ja auch einen Kran aus? Ja, ich zieh jetzt einfach nur unten drunter durch. Das funktioniert schon, irgendwie. Oh, Geschwindigkeitsüberschreitung. Standen sie hinter der Brückenpfeiler, ey. Kriegen wir irgendwie hin. Obwohl. Was hängt da hinten jetzt noch fest? Ich fahre extra Highspeed, Junge. Ja. Ein bisschen mit Anlauf. Mats reißt erstmal die Brücke ab. Reißt die Brücke ab. Reißt die Brücke ab. Morgen in den Nachrichten, ja. Fahrzeugüberprüfung ist nicht wahr, Junge. Ich komme einfach nicht voran.
Ja, du hast auch immer, ne? Über der Offroad-Tour, Alter. Russland. Scheiße, jetzt scheiße. Ah, jetzt bin ich wieder ein Stück voran. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Gute Fahrt. Ja, das hat mich schon mal 1% Frachtschaden gekostet. Scheiße da. Ja gut, wenn du da hängen bleibst, ne? Ja. Aber Freunde, wir haben es geschafft. Das ist Durchhaltevermögen. Ja, das ist genau das, wo wir letztens im Video drüber gesprochen haben. Dass man auf solche Sachen dann achten soll. Ja, dass sie halt realistischer machen mit Gewicht bei Brücken oder Höhen, bei Tunneln zum Beispiel. Oder ja. So wie jetzt gerade eben mit der Brücke. Dass man sowas wirklich beachten muss, dass du zum Beispiel halt eine Warnung kriegst. So als Beispiel, du weißt jetzt, ich weiß jetzt keine realistischen Höhen, ich sag jetzt mal 3,50 oder so. Und dann steht dann dabei, ja, aber dein LKW, der ist gerade 4 Meter hoch. Dass du weißt, ja, über eine Brücke, die 3,50 ist, Warnung, da können wir nicht rum, andere Alternativroute suchen. Ne? Ja. Und deswegen meinte ich jetzt gerade, wenn das eine Autobahnabfahrt gewesen wäre, also eine Überführung, dann hättest du einfach rechts hochfahren müssen, direkt gegenüber wieder runterfahren müssen und gut ist, ne? Aber ja, wenn sowas nicht geht, ja, wenn sowas nicht geht, ist das natürlich, ja, schlecht. Ja, war aus San Francisco raus, aus der Stadt. Ja, ne, da ist nix, ja. Oh, wir sind in Oakland. Alter, ich werd schon wieder geblitzt. Ja, mit dir. Wo ist er denn? Hinter mir. Hier voll die Schneeschnuppen, genau. Sternschnuppen überall gerade. Schneeschnuppen, Alter, was ist das denn? Aber mir strahlender Sonnenschein. Ja, bei mir strahlt die Sonne gerade nicht so um die Uhrzeit, die ich hier gerade fahre. Oh. Ja, gleich am Berg wieder anfahren. Ja, das ist doch, da hast du doch mit dem Lenkrad die besten Erfahrungen. Ne? Ja. Hat doch schon 100.000 Mal die Karre abgewürgt. Ja. So, wir sind fleißig on the way. Oh, da kommt dann noch so ein Mustang angefahren. So, jetzt weiter rum. Jo, wir haben uns halt gedacht, wir nehmen jetzt immer so zusammen ein bisschen die Touren auf, weil er jetzt ja auch Sachen hochlädt. Ihr dürft euch halt nur nicht wundern, wenn ich jetzt mit meiner Tour fertig bin, beende ich halt mein Video mit einem Hupen meinetwegen. Aber es kann halt sein, dass Mats noch weiter aufnimmt, weil er halt noch unterwegs ist. Weil er noch nicht fertig ist. Ja, weil er noch nicht fertig ist. So ist das dann halt einfach. Oder halt andersrum kann das auch passieren. Ich muss nämlich jetzt gleich, wenn ich jetzt hier fertig geheizt bin, nochmal schnell in die Küche. In die Küche. Ja, aber ich bin so schnell unterwegs, aber ich brauche noch 90 Meilen. Ey. Ich fahre ja so schnell über die Landstraße. Ja, ich brauche noch ein paar mehr. Aber ich will ja auch testen mit Heavy Load und Breitel. Ja, eigentlich ist der Load, also wirklich schwer ist das jetzt nicht. Es ist scheiße breit. Ja, hallo Bullen. Scheiße breit ist mein Trailer hinten. Also er kommt noch gut aus dem Pudding. Ich fahre hier gerade 70, wo... Boah, fuck you in the ass. Dann gibt ein Crash, gibt ein Crash, gibt ein Crash. Ach, Mann. Warum ich auch immer irgendwas erzählen will, ne? Immer wenn ich was erkläre, baue ich einen Unfall. Aber ist nichts passiert. Was sagt uns das? 1% Truck, 2 Fracht. Ja, ist alles gut. Bin bei 1% Frachtschaden. Scheiß Brücke. Ja. Nee, ich wollte gerade was vertellen, dann habe ich einmal kurz nicht nach vorne geguckt, da kam die Kurve des Todes. Mein Fahrer wird müde und fängt an zu plästern. Ah, nice. So viel zum strahlenden Sonnenschein, Alter. Ja, hat sich ganz schnell geändert. Alter, das fällt hier aber auch raus jetzt, ey. Aus allen Löchern. Regen auf du. Ja, man muss halt echt gucken. Oh, fuck you in the ass. Das war die scheiß härteste Hecke, die ich je in meinem Leben getroffen habe. Normalerweise hätte ich jetzt den kompletten Garten umgegraben. Nein, ich bin mit dem Anhänger hängen geblieben. Und ich habe jetzt voll den Schaden gekriegt, Alter. 8% und 37% hinten an der Fracht. Weil ich an der Hecke hängen geblieben bin. Das ist echt... Und ich war nicht zu schnell, glaube ich. Ich war extra noch im Spiegel am gucken, ob das passt. Und dann bist du mit Millimeter...
an der scheiß Hecke hängen geblieben. Ja gut, da werden wir jetzt gleich nicht so viel Kohle kriegen, ne? Ja, aber die wenn Tour. Überhaupt. Wenn überhaupt, aber die Kohle, die Tour ist trotzdem lustig. Draufzahlen. Ja, dann zahle ich halt drauf. Ist jetzt nicht, als wenn ich jetzt hier fahre wegen der Kohle. Aber das war gerade ein ordentlicher Ruck, ey. Och, die Bullen schon wieder. Ja, ich dachte, du, ihre Spur konzentrieren. Ich dachte, du fährst regelkonform. Ja, ich hab einen Terminplan einzuhalten. Ja, ich auch. Deswegen dachte ich mir, ich nehme die Hecke mal kurz von Johnson mit. Weil war nix, ey. Oh, scheiße, rote Ampel, ich kann nicht mehr bremsen, egal durch. Guck, unser Kunde erwartet die Lieferung sehr bald. Wir haben schon lange getrödelt mit der Brücke. Ich fahr jetzt einfach fett über zwei Spuren drauf geschissen, ey. Nicht, dass ich jetzt gleich wieder in so einer Hecke bleibe, ey. Ja, Standstreifen gibt es hier nicht. Das ist Bordsteinkante mit Lampen hier mitten in der Stadt. Mit 75 durch die Baustelle. Das war ja gerade eben das Problem hier in der City. Und ich bin natürlich ein bisschen fixer unterwegs. Oh, vor mir ist jetzt auch ein Oversize. Alter! Alter, jetzt, die wollen mich doch alle verarschen. Das Wetter schon wieder hier. Eine Stunde haben wir noch. Alter, Zeit. Der Gas gibt, weil ich den angehupt habe, Junge. Der Truck hat eine Hupe wie ein Zug, der gleich angefahren kommt, ey. Nü. Ja, ja. Ich mach nochmal extra für euch, Leute. Okay. So, nächste Ausfahrt müssen wir raus. 64 Meilen noch. Also 64 Meilen? Ja. Dann bist du ja auch gleich da. Ich brauche noch 42. Ja, ich stehe aber unter enormem Zeitdruck. Okay. Deswegen fahre ich einfach Vollgas. Mit dem Regelkonform hat sich erledigt. Hackengas. Also, ihr habt jetzt bei uns beiden Action-Videos. Ja. Bei mir die Hecke of Destruction. Bei Mats die Brücke of Destruction. Ich werde mir auf jeden Fall bei Mats das Video angucken. Ich will zu gerne sehen, wie er an der Brücke festhing. Ja. Ich bin jetzt so schnell gefahren, dass der Regen schon wieder aufgehört hat. Ja, genau. Du bist Flash, Junge. Zeitkontinuum zerrissen durch die Geschwindigkeit. Ja. Boah, jetzt muss ich mich hier in den Berg hochkämpfen. So, wir haben hier einen Standstreifen jetzt wieder. Das ist schon mal gut. Dann bin ich wieder ein bisschen safer mit meinem Overload. Oh, fuck you. Was war da für eine Bodenwelle, Junge? Die Straße glänzt. Ach, jetzt ist wieder rechts so eine Betonbegrenzung. Weißt du, das, die nervt mega, wenn du da mit so einem breiten Teil da angepaced kommst. So, da vorne ist mein Bestimmungsort, Leute. Ich habe noch 18 Meilen. Ich habe 6. Überhol jetzt einen über den Standstreifen. Nicht nachmachen zu Hause. Ja, do not try this at home. So. Vor mir ist eine Yacht. Wo müssen wir hin mit dem Ding? Da rein, okay. Oh, und nochmal die Bullen. Können wir ja nicht in Ruhe lassen. Mann. So. Angekommen, ich will mal auf Nummer sicher gehen mit dem dicken Truck hier. Okay, das war klar, da muss er da am Rand stehen. Oh, Karre abgewürgt. Handbremse anziehen. Jetzt rum da, Ruder. Komm, fahr mit deinem komischen Auto. Platz da. Mats Junge ist am Start. Ja. Oh, da hätte ich sogar schon abladen können. Erster Aufenthalt in Truckee. So, Leute. Trailer lösen. Das gibt jetzt voll die miesen. Oh Gott, beschädigt. Oh, links rum. Keine EP gekriegt. Keine Kohle gekriegt. Sogar Abzüge. Fast die Ampel geküsst. Ich habe Abzüge gekriegt in der B-Note. Ah, die Kür war aber in Ordnung. Ja, ich habe ungefähr 23.000 Miese gemacht und 700 EP verloren. Ja, dann geht es ja. Ja, Leute, so kann das laufen. Wie weit bist du jetzt am Stissel? Ich wähle gerade aus, wie schwer ich parken möchte. Also ja, ich habe ja schon geparkt. Ich nehme jetzt auch mal eben auf Nummer sicher. Ja, normal parke ich immer auf das Schwerste, aber... Jetzt mal eben einfach machen. Mal eben einfach machen, hau da raus. Ja, einfach mal eben vorwärts da reinfahren, nochmal ein Stück zurücksetzen, fertig.
So. Like a boss. Like a boss, sagst du? Ja, oh, passt. Ja. Löse auf Trailer annehmbar, haut der raus. Warum ja, sind. Ja, keine Ahnung, hast du bestimmt noch eine halbe Brücke abgeliefert gerade. Oh ja, habt für Schäden 9,5%. Ja. Läuft bei der Brücke. Gut, gut. Dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Part, wenn wir mal wieder ATS oder ETS fahren. Auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, hau da rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao Leute, wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.